Lisa Bischoff ist schon mit 19 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Ungeplant. Nun erwartet die 25-Jährige ihr zweites Baby. Dieses Mal ein Wunschkind. Wir haben uns eine App runtergeladen und haben dann die fruchtbaren Tage halt genommen und haben das dann gemacht. Und es hat dann auch geklappt. Seit 2 Jahren ist Lisa mit Emre liiert und mittlerweile auch verlobt. Baby Nummer 2 soll das Familienglück perfekt machen. Ich habe ein Kind in die Beziehung mit reingebracht und wir wollten noch eins gemeinsam haben. Für mich als Vater zu werden, ist schon was Wichtiges in meinem Leben. Ich habe auch da die richtige Frau dafür gefunden. Jetzt muss ihre kleine Tochter nur noch gesund geboren werden. Doch die Herztöne des Babys liegen nicht im Normbereich. Hebammenschülerin Kim ist besorgt. Die Herztöne lassen sich nicht so optimal ableiten. Das CTG gefällt mir nicht ganz. Wir informieren jetzt den Arzt und dann schaut er gleich einmal vorbei. Für mich war es ein bisschen alarmierend, das CTG, weil die Herztöne waren recht hoch. Und das beunruhigt mich ein bisschen, deswegen lasse ich den Doktor noch mal drauf schauen. Könnten Sie einmal in den Kreislauf 2 gehen? Das CTG gefällt mir nicht so. Die Frau ist ein bisschen aufgeregt. Viele Kindsbewegungen, aber die Ableitung vom Herz ist jetzt nicht so optimal. Gucken wir einmal nach. Ne? Okay, gut. Dr. Leven ist alarmiert. Als Chefarzt trägt er die Verantwortung. Es ist immer so, wenn jemand unsicher ist oder nicht so recht weiß, wie es weitergehen soll, lieber frühzeitig jemanden rufen und Expertise einholen, als dass irgendwas weiterläuft, was dann nachher wirklich in eine gravierende Problematik mündet. Wir kennen es noch nicht. Leven ist mein Name. Ich bin hier. Hallo. Ja, hallo. Wie geht's Ihnen? Eigentlich ganz gut soweit. Aber geht es auch dem Baby gut? Eine erhöhte Herzfrequenz kann lebensbedrohlich werden. Deshalb kümmert sich der Chef auch höchstpersönlich darum. Das Kind, merkt man, ist ja sehr, sehr beweglich jetzt im Moment. Das sehen wir auch auf dem CTG, wo wir praktisch ja immer die Bewegung des Kindes aufzeichnen. Ne? Und das führt dazu, dass die Herzfrequenz des Kindes momentan ein bisschen höher ist als normal. Ne? Und deswegen müssen wir es einfach gleich auch noch ein bisschen beobachten, dass das Kind sich wieder auch so ein bisschen beruhigt. Dann warten wir noch so 10 Minuten hier am CTG und dann gehen wir gleich rüber zum Ultraschall und gucken uns das einfach nochmal an, wie das Kind zu einer Gebärmutter liegt, wie groß es ist, alles das, was da so zu einer Ultraschalluntersuchung mit dazugehört. Ne? Sollten die Herztöne weiter zu hoch sein, droht im schlimmsten Fall ein Kaiserschnitt. Ja, hallo. Hallo. So, dann sehen wir uns wieder. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, nehmen Sie ja schon mal erstmal hier auf der Liege Platz. Ja. Hm? In Schwelm erwarten Lisa und Emre ihre erste gemeinsame Tochter. Bei einer Routineuntersuchung ist bei ihr eine zu hohe Herzfrequenz festgestellt worden. Chefarzt Dr. Leven kümmert sich um die besorgten Eltern. Also das CTG war jetzt in Ordnung, das hatte sich gut normalisiert. Das heißt, das Kind ist zwar noch sehr lebhaft, aber die etwas erhöhte Herzfrequenz hat sich jetzt normalisiert. Von daher ist da jetzt auch keine weitere Kontrolle gleich erforderlich. Ne? Sodass wir jetzt einfach mit dem Ultraschall starten können und gucken, was uns da sozusagen von der Gewichtsklasse her und auch von der Position des Kindes erwartet. Okay. Also lebhaftes Kind ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen. Von daher macht man jetzt keine allzu großen Sorgen. Wichtig ist nur, dass wir da auch weiter die CTG-Ableitung gut hinkriegen, um auch wirklich die Herztöne des Kindes ordnungsgemäß bewerten zu können. Dann legen Sie sich einmal auf die Liege, machen den Bauch schon mal frei und dann können wir gleich starten. Lisa kann also aufatmen. Die Herzfrequenz ihres Babys hat sich normalisiert. Wie schwer war das erste Kind gewesen? Bei der Geburt 3.700. 3.700. Also so auf 3.600 Gramm komme ich jetzt auch. Das ist ja plus minus natürlich immer. Aber läuft in etwa auf das Geburtsgewicht des ersten Kindes hinaus. Ne? Hoffentlich wird es nicht über 4 Kilo. Gut, könnte rein theoretisch natürlich sein, aber rein praktisch. Weil auch nach oben ist eine Schwankungsbreite drin. Ne? So, können Sie einmal das Ganze wieder abputzen, ne? Und dann sprechen wir gleich noch einmal weiter. Ja? Okay. Neben dem Ultraschall gehört auch eine Kontrolle des Mutterpasses zur Vorsorgeuntersuchung. Hier kann der Arzt wichtige Daten zum Schwangerschaftsverlauf entnehmen. Jo, hier ist nochmal die Rötelnimpfung empfohlen, weil der Immunstatus noch nicht ganz so optimal war. Hatten Sie noch gar keine Rötelnimpfung oder schon mal einmal gehabt und nicht entsprechend darauf reagiert? Ich habe sie, glaube ich, gehabt, ganz früh als kleines Kind. Ja, eben. Aber nicht wiederholt. Okay, ja. Vor einer geplanten Schwangerschaft sollte der Rötelnimpfschutz überprüft werden. Reicht er nicht, wird eine Nachimpfung empfohlen. Jedoch mindestens 3 Monate vor Eintreten der Schwangerschaft.
Ja, dann müssen wir es jetzt einmal noch mal machen. Wir versuchen es einfach noch mal. Es gibt Frauen, die tatsächlich keinen Rötelschutz entwickeln, auch nach mehrfacher Impfung. Also wir müssen es noch mal einmal machen, weil ganz wichtig ist, dass man derzeit nicht schwanger wird oder nicht schwanger ist während der Rötelimpfung. Und deswegen ist es natürlich ganz gut nach der Entbindung. Röteln darf man deswegen nicht in der Schwangerschaft impfen, weil es ein Lebendimpfstoff ist und sozusagen da eine abgeschwächte Infektion entsteht. Und das kann natürlich dann auch zur Schädigung des Kindes führen. Totimpfstoffe dürfen geimpft werden, Hepatitis, Tetanus, aber Lebendimpfstoffe wie Röteln zum Beispiel nicht. Also wir sehen uns dann praktisch in ein paar Tagen, hoffentlich zur spontanen Geburt. Ne? Ja. Und bis dahin alles Gute für Sie. Ne? Jo, tschüss dann, ne? Bitte schön. Also wäre schon schön, wenn es morgen oder so die Tage kommen würde, aber so länger als 1-2 Wochen wäre nicht so toll. Doch leider bewahrheitet sich die Befürchtung der 25-Jährigen. 2 Wochen später wartet Lisa immer noch auf das Einsetzen der Wehen. Ihr Muttermund ist seit Tagen knapp 3 cm geöffnet. Der errechnete Entbindungstermin war vor 1 Woche. Soweit geht es mir gut und ich bin jetzt hier, weil ich eine Überweisung zur Einleitung bekommen habe. Und ich hoffe, dass es auch gleich losgehen kann. Man weiß ja, wenn man eingeleitet wird, dass es auf jeden Fall die Wehen kommen. Und ein bisschen nervös wird man schon. Tochter Valentina und Freund Emre begleiten Lisa. Beide fiebern der Geburt genauso entgegen wie die werdende Mama. Freust du dich, dass das Baby heute rauskommt? Ich freue mich, wenn das Baby heute rauskommt. Du auch? Ich auch. Du auch? Ja. Valentina freut sich auf jeden Fall. Sie wollte auch unbedingt eine Schwester. Und die ist glücklich und die wartet schon und fragt mich jeden Tag, wie lange noch, wie lange noch. Und die freut sich auf jeden Fall. Bewegt sich da was? Mhm. Ja? Ja. Viel? Nur wenig. Wenig? Mhm. Hörst du die Herzschläge? Mhm. Ja, mir geht's ganz gut. Ich freue mich schon, dass es heute hoffentlich losgeht. Bin ich mal gespannt, wie es heute wird. Heute im Dienst der syrische Arzt Basel Askaf. Vor 3,5 Jahren kam er nach Deutschland und gehört mittlerweile zum festen Team hier im Helios Klinikum Schwelm. Hi. Hallo. Hi. Ich bin auf der Kamera. Frau Bischof. Genau. Wie Sie wissen, heute sind Sie am ET plus 7, das heißt 7 Tage nach dem Entbindungstermin. Und in der Regel eigentlich sollten Sie Wehen kriegen. Aber wenn nichts passiert, dann fangen wir mit der Einleitung. Ja? Das heißt, heute fangen wir mit Rizinusol, die homöopathische Einleitung, und warten wir ab. Wenn etwas passiert, dann gut. Wenn nichts, dann leiten wir Sie mit Medikamente ein. Ja? Okay. Sind Sie einverstanden? Ja. Gut. Der Assistenzarzt möchte versuchen, die Wehen mit pflanzlichen Mitteln anzuregen. Sie sind sanfter als chemisch hergestellte Medikamente. Bei manchen Frauen passiert schnell. Vor allem bei mehrgebärenden Frauen. Die kann es zu der Geburt nur mit Rizinusol kommen. Wir haben diese Chance, wir haben diese Möglichkeit. Warum nicht? Okay, falls etwas bei Ihnen passiert, wir sind für Sie da. Okay, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. 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 Bitte schön. Um den Cocktail wird sich heute Hebamme Katha Schiener kümmern. Mit 1200 Geburten gehört sie zu den erfahrensten Hebammen hier im Klinikum. Ich habe Frau Bischof aufgeklärt. Wir können heute mit Rizinusol anfangen und morgen mit Gel, ja, je nach Befund eigentlich. Aber der Muttermund ist 3 cm offen. Wir können morgen mit Gel anfangen. Ja? Okay, bis später. Zur Einleitung per Hormongel wird es hoffentlich nicht kommen. Lisa jedenfalls wünscht sich, dass sie ihr Baby sehr bald in den Armen halten kann. Ich hoffe so sehr, dass sie sich heute auf den Weg macht. Also ich bin da guter Hoffnung, guter Dinge. Aber ich weiß es nicht. So, ich freue mich schon, dass das Baby kommt, aber traurig bin ich, weil Mama hier bleibt, also hier schlafen muss. Hallo, das ist Ihre Mixturchen, ne, zum Trinken. Ja. Versuchen Sie in halbe Stunde immer wieder kräftig schütteln und schluckchenweise. Ne? Okay. Das wirkt abführend durch Reizdarm, sagen wir so, fördert auch Wehen. Ne? Mhm. Wir machen dann, wenn Sie ausgetrunken haben, eine Stunde später CTG-Kontrolle. Gut. Dann gucken wir, wie dem Kind geht's. Ne? Okay. Und hoffen, dass das klappt. Ja. Ich verabschiede mich, jetzt habe ich Feierabend. Ich wünsche alles Gute.
gucken wir. Vielleicht sehen wir uns morgen noch mit Kindchen im Bauch oder ohne. Schon erledigt. Ne? Okay, Dankeschön. Alles Gute. Ne? Tschüss. Tschüss. Auch Lisas Familie muss sich jetzt verabschieden. Tochter Valentina bleibt bei ihrer Oma. Papa Emre ist Logistiker und hat Nachtschicht. Also meine größte Angst war es, wenn ich jetzt auf der Arbeit wäre und halt die Nachricht kommen würde, Baby kommt, ob ich es noch rechtzeitig schaffe, von der Arbeit ins Krankenhaus, dass ich die Geburt noch miterleben kann, weil das mir schon sehr wichtig. Doch alles kommt anders als gedacht. Emre hat mitten in der Nacht einen Anruf aus dem Helios-Klinikum Schwelm bekommen. Bei Freundin Lisa hat der Geburtscocktail angeschlagen. Sie hat jetzt starke Wehen. Um 5 Uhr morgens eilt der werdende Papa in den Kreissaal. Er will die Geburt seiner Tochter auf keinen Fall verpassen. Hallo? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Lisa erwartet ihr zweites Kind. Die Geburt wurde eingeleitet, weil sie 7 Tage nach dem Entbindungstermin immer noch keine Wehen hatte. Jetzt geht plötzlich alles ganz schnell. Und wie geht's jetzt? Mir ist es sehr wichtig, dass er heute dabei ist. Ich bin auch froh, dass er da ist und er ist mir eine große Hilfe. Noch einmal, komm. So. Assistenzarzt Basil Askaf und Hebamme Ludmilla Sperling betreuen heute die Geburt. Komm, komm, feste, drück mal feste, komm. Komm, schieb mal weiter. Komm, schon gut an, komm. Komm. Noch ein Schritt. Weiter, komm, komm. Nicht aufhören, dreimal hintereinander. Schieben, 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 schieben. Komm, komm noch mal. Und drittes Mal, komm noch mal. Geht nicht. Gut, alles gut. Die starken Wehen rauben der werdenden Mama die Kräfte, die sie so dringend für die baldige Geburt braucht. War schon außergewöhnlich für mich. Besser hätte ich mir das nicht vorstellen können. Aber sie hat es super gemacht. Auch Lisa kann es noch nicht fassen. Nach 41 Wochen des Wartens kann sie ihre Tochter endlich in den Armen halten. Ja, ich bin stolz, dass wir das zusammen so gut hinbekommen haben und dass es alles so super geklappt hat. Es ist krass, das war gerade noch so im Bauch drin und jetzt ist es einfach im Arm und einfach so ein kleines Baby. Zwei Stunden später. Die frisch gebackenen Eltern sind mittlerweile auf die Wochenstation umgezogen. Und Baby Ayana hat auch schon ihren ersten Besuch. Oma Christine und Schwesterchen Valentina können es kaum erwarten, das neue Familienmitglied kennenzulernen. Oh, ich bin richtig stolz auf dich, mein Schatz. Ich liebe dich. Hast du gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Mama. Dir auch herzlichen Glückwunsch. Ich liebe mich. Richtig toll hast du das gemacht. Mir geht's super gut. Ich bin richtig happy und glücklich, dass ich Oma heute geworden bin. Ich wäre auch gern dabei gewesen, aber leider Gottes habe ich die Kleine zu Hause und konnte ihn nicht allein lassen. Ich bin sehr, sehr dankbar und stolz. Das ist echt ein Wunder Gottes. Valentina ist außer sich vor Freude. Sie darf sich ab sofort große Schwester nennen. Das ist ein hübsches Baby.
Und ich habe mit ihr vor, manchmal mit ihr rauszugehen, manchmal mit ihr spazieren gehen, manchmal ins Zoo gehen. Assistenzarzt Basil Asgraf schaut noch einmal nach seiner Patientin, denn sie möchte schon heute mit der kleinen Ayana nach Hause. Glückwunsch nochmal. Wie geht's Ihnen? Glückwunsch. Mir geht's ganz gut jetzt soweit. Ja. Also alles. Ich musste eigentlich einmal auf den Bauch drücken. Mhm. Und ja, Sie müssen dann heute nach Hause, oder? Eigentlich, wenn es geht. Ja. Ja, also ich bin fit und ich freue mich auf zu Hause, dass wir alle zusammen sein können. Ich bin happy. Wenn Mutter und Kind wohlauf sind, steht eine Entlassung am Tag der Geburt nichts im Wege. Deshalb prüft der Arzt, ob sich die Gebärmutter ausreichend zusammenzieht. Ja, ich drücke einmal auf den Bauch. Das ist ein bisschen unangenehm. Ja, ihre Gebärmutter ist schon sich zusammengezogen. Das ist eigentlich alles perfekt und super gelaufen. Aber trotzdem machen wir Kontrolle, ja? Da wünsche ich Ihnen alles Gute auch. Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Geburt. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Dank der Hilfe des Teams der Schwelmer Geburtenstation ist Lisa nun stolze Zweifachmama.